Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video geht es um das Thema Leinenbalzen, also wenn der Hund bzw. Welpe, pubertärender Junghund, in die Leine beißt, daran zerrt und dadurch oft entspanntes Gassigehen unmöglich wird. Also das kommt sehr oft vor bei Welpen, bei Junghunden, die in der Pubertät sind. Und deswegen möchte ich euch heute Tipps geben, wie ihr dieses Problem beheben könnt, beziehungsweise wie ihr eurem Hund dieses Verhalten abtrainieren könnt. Ich möchte euch auch die Ursachen nennen, warum der Hund in die Leine beißt, daran zerrt, weil das ist, finde ich, auch ganz wichtig zu wissen, warum der Hund so ein Verhalten zeigt. Und ich erzähle auch aus meiner Erfahrung, weil ich dieses, ja in Anführungszeichen, Problem auch mit Nero hatte. Grund, warum ich dieses Video mache, ich wurde schon ein paar Mal angeschrieben und mir wurde auch dieses Problem genannt, ja, mein Hund zwickt immer beim Gassigehen in die Leine, zerrt dran rum und wie kriege ich das eben behoben? Und da das doch ein allgemeines Problem ist, was immer viele Hundehalter beschäftigt, vor allem Leute, die sich zum ersten Mal einen Hund anschaffen, denen wird das Video auf jeden Fall hilfreiche Tipps mitgeben. So kommen wir nun zuerst zu den Ursachen, warum ein Hund in die Leine beißt oder zwickt. Die meiste Ursache bzw. der meistverbreiteste Grund, warum der Hund in die Leine beißt und an der zerrt, ist, dass er einfach spielen will. Das machen wirklich auch sehr viele Welpen bzw. Junghunde. Einfach mal beim Gassi gehen, zack, in die Leine kneifen und daran zerren, rumspielen. Und wenn der Halter da noch entgegenzerrt, dann ist es für die ein ganz tolles Spiel. Das ist oft eine Ursache davon. Oder einfach, dass der Hund einfach auch seine Grenzen testen will. Vor allem in der Pubertät. Da fordert der Hund auch wirklich eure Geduld raus. Er möchte einfach sehen, wie weit er mit seinem Verhalten gehen kann bei euch. Und darum sollte dieses Verhalten auch möglichst schnell unterbunden werden. Weil je länger und öfter man dieses Verhalten zulässt, desto schwieriger und langwieriger wird es dann eben sein, dieses Verhalten abzutrainieren. Die dritte Ursache für dieses Verhalten ist einfach eine Übersprungshandlung. Das kommt aber eher seltener vor. Also meistens ist es wirklich entweder Spielverhalten oder dass der Hund einfach eure persönliche Schmerzgrenze austesten will. So kommen wir nun zu den Sachen, die der Halter dann immer falsch macht und das ist einfach, dass er entgegen der Leine zieht. Das macht dem Hund natürlich noch mehr Spaß, er bekommt dadurch Aufmerksamkeit. Oder auch ein großer Fehler ist, wenn man 1000 Mal hintereinander auspfui sagt, wenn der Hund das erste Mal darauf nicht reagiert, dann wird er auch nicht reagieren, wenn man das 1000 Mal wiederholt. Also man sollte wirklich nur Abbruchsignale einsetzen, wenn der Hund diese beherrscht und wenn der Hund auch auf diese reagiert. Und da reicht einfach nur ein Ansprechen, maximal 2. So, dann kommen wir nun zu den Lösungsansätzen. Da gibt es vielerlei Möglichkeiten, wie man dieses Verhalten abtrainieren kann. Jeder Hund ist individuell und bei einem Hund klappt vielleicht dieser Lösungsansatz, bei anderem dieser. Deswegen ist es nützlich, ein paar auszuprobieren, vor allem wenn der erste Lösungsvorschlag bei dem Hund nicht wirkt. Die Grundvoraussetzung ist dabei, dass der Halter einfach ruhig bleibt, dass der Halter dadurch einfach nicht hektisch oder panisch wird und selbst aufgedreht ist, weil dieses Verhalten überträgt sich natürlich auf den Hund. Dadurch wird der Hund auch nur unnötig nervös gemacht. Deswegen ist es da auch ganz wichtig, einfach ruhig und entspannt zu sein. Oft reicht es einfach aus, wenn man in diesem Moment stehen bleibt, wenn der Hund mit dem Verhalten anfängt, die Leine möglichst kurz hält und den Hund einfach komplett ignoriert, weil was will der Hund mit seinem Verhalten? Richtig, er will Aufmerksamkeit, er will, dass mit dem Hund einfach gespielt wird. Wenn man einfach stehen bleibt und den Hund ignoriert, vermittelt man dem Hund damit, dass er mit seinem Verhalten einfach überhaupt keinen Erfolg hat und sich dieses Verhalten auch für den Hund nicht lohnt. Natürlich sollte man das auch wirklich konsequent machen. Also das heißt, jedes Mal, wenn der Hund damit anfängt, sofort stehen bleiben, wegschauen, wenn sich der Hund beruhigt hat, weiterlaufen, also nur dann wirklich weiterlaufen und dann den Hund ansprechen und wenn er brav an der Leine geht, loben. Man sollte auch nicht sofort loben, wenn der Hund dann widerartig mitgeht, weil sonst versteht der Hund, hey, wenn ich zuerst ein Theater mache und wir dann friedlich weiterlaufen, werde ich dann für das belohnt. Nein, der Hund soll verstehen, dass prinzipiell artiges Gehen an der Leine belohnt wird.
und nicht erst, nachdem er sich so aufgeführt hat. Dann sollte man da auch nicht mit Leckerlis arbeiten, weil das einfach nur zu der Fehlverknüpfung führt, dass der Hund lernt, hey, dann kann ich mich einfach aufführen und bekomme, wenn ich damit aufhöre, ein Leckerli. Also mit Leckerlis sollte man in dieser Art überhaupt nicht trainieren, da wirklich nur mit Lob arbeiten, wenn der Hund artig läuft, und keine Leckerlis geben. Was natürlich dabei eine große Hilfestellung ist, wenn der Hund ein Nein oder ein Aus beherrscht, dieses einfach mit einzusetzen. Also wenn der Hund schon kurz davor ist, dieses Verhalten zu zeigen, man sieht es dem Hund einfach an, man sieht es einfach an der Reaktion, dass er einfach aufgedrehter wird, da schon ein deutliches Schluss oder Aussagen. Also wenn dieser Hund auf dieses Kommando trainiert ist, hilft das auch sehr oft. Dann lässt der Hund einfach die Leine los und dann einfach, wenn er weiter ruhig und entspannt an der Leine läuft, dann dafür auch ausgiebig loben. Ein Abbruchsignal aber, wie schon bereits erwähnt, wirklich nur einsetzen, wenn der Hund dieses beherrscht, beziehungsweise nicht dann tausendmal wiederholen, weil das bringt nichts, das zerstört einfach nur das Kommando. So, zweiter Lösungsanschlag ist, den Hund, wenn er anfängt da zu pöbeln, an der Leine zu zerren, ist ihn in das Sitz oder in das Platz zu bringen. Viele Hunde werden einfach aus der Situation durch ein Kommando herausgeholt und hören dann mit dem Leinebeißen auf. Wenn der Hund dann artig sich hingesetzt hat bzw. hingelegt hat, dafür natürlich loben und dann weiterlaufen. Dann gibt es auch noch zahlreiche Hilfsmittel, sage ich mal in Anführungszeichen, die man dafür verwenden kann. Zum Beispiel kann man die Leine, ich habe hier eine vorne, wo der Hund auf jeden Fall oft einbeißt, mit Zitrone einreiben. Hunde mögen diesen sauren Geschmack von Zitrone nicht und für die ist es dann nicht so toll, wenn die dann merken, Huch, ich beiß da wirklich in was Saures rein. Dann hören die meistens auch von alleine auf. Oder es gibt auch noch in Tierbedarfsshops so Kettenstücke. Die kann man einfach an die Leine da dran machen und dieses dann an das Halsband oder an das Geschirr dran schnallen. Das ist für den Hund dann auch unangenehm, wenn er einfach auf so eine Stahlkette rumbeißt. Da hört er dann auch von alleine auf. Aber wirklich das nur als Hilfsmittel verwenden und dann wirklich hauptsächlich mit den Lösungsansätzen arbeiten. Also entweder das Stehenbleiben und das Ignorieren oder einfach in ein Kommando bringen wie Sitz oder Platz. Meist hört der Hund einfach nach einer Zeit von alleine auf und da beißt er dann auch nicht in eine Leine, wo Nylon dran ist. Also das war bei mir zumindest mit Nero so. Dann gibt es noch ein Hilfsmittel und zwar einfach ein Spielzeug mitnehmen, ein Tau, was man dem Hund einfach als Alternativmöglichkeit anbietet, wo er da einfach seine Power auslassen kann. Da darf er dann reinbeißen, da darf man dann mit dem Hund auch Zerrspiele machen. Die Leine sollte aber da wirklich tabu sein und das wirklich auch deutlich unterbinden. So, was mir persönlich mit Nero sehr geholfen hat, war einfach die Leine mit Zitrone einreiben und einfach das abrupte Stehenbleiben und Wegschauen. Also das hat nur wirklich ein paar Tage gedauert, so ungefähr 5 Tage, dann war das Verhalten komplett weg. Natürlich ist es, wie gesagt, individuell. Bei dem einen Hund dauert es länger, bei dem anderen Hund nicht. Es kommt halt auf viele Faktoren an. Ein wichtiger Faktor ist natürlich, ja, wie lange zeigt dieser Hund das Verhalten schon und wurde er durch sein Verhalten bestärkt oder eben nicht. Das heißt, wenn man das einfach auf zugelassen hat und auf das Spiel des Hundes mit eingegangen ist, dauert es natürlich länger, dieses Verhalten abzutrainieren. Deswegen sollte man gleich, wenn der Hund nur anfängt, dieses Verhalten zu zeigen, einschreiten, sodass der Hund dadurch einfach kein Erfolgserlebnis hat. So, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein paar nützliche Ratschläge mitgeben. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Mich würde es auch sehr interessieren, wenn euer Hund mal dieses Verhalten gezeigt hat, was bei euch so am effektivsten war von den Lösungen her. Und dann sehen wir uns dann bei den nächsten Videos. Okay Leute, macht's gut und ciao!